Am ersten Spieltag der Champions League hat die TSG 1899 Hoffenheim bei Shakhtar Donetsk 2:2 gespielt. Spox hat alle Highlights der Partie für euch im Video. Shakhtar Donetsk 1899 Hoffenheim, Highlights und Tore im Videospox liefert euch die Highlights aller Champions League Partien bereits um 0:01 Uhr des Folgetages, so dass ihr keinen Platzverweis und kein Tor der Königsklasse verpasst. Hier sind die Highlights der ersten Champions League Partie von 1899 Hoffenheim. Wer nicht auf die Highlights der Königsklasse bei Spox warten will, sollte sich ein Abonnement beim Streamingdienst DRZN zulegen. DRZN überträgt über 100 Spiele der Champions League sowie jedes Spiel der Europa League im Livestream. Außerdem zeigt der Streamingdienst zahlreiche Spiele der europäischen Spitzenligen wöchentlich im Livestream. Ein Abonnement kostet monatlich 9,99 €. Shakhtar Donetsk 1899 Hoffenheim, Maiken schockt Hoffenheim spät. Die TSG 1899 Hoffenheim brauchte nur 6 Minuten für ihr erstes Champions-League-Tor. Die frühe Führung spiegelte auch die Überlegenheit der Kraichgauer in den Anfangsminuten wider. Den Ausgleich der Hausherren, 27. konterte die TSG noch vor der Pause mit der erneuten Führung. Die zweite Hälfte begann dann verhaltener. Erst nach 60 Minuten rissen die Ukrainer das Spiel dann an sich und drängten auf den Ausgleich. Der fiel in der 81. Minute durch einen Distanzschuss von Maiken. Champions League. Die Fakten zum Spiel: Hoffenheim hatte seine letzten 7 Pflichtspiele nach einer Pausenführung zuvor alle gewonnen. Donetsk hatte die letzten 4 Champions League Heimspiele zuvor alle gewonnen. Mit 31 Jahren und 58 Tagen ist Julian Nagelsmann der jüngste Trainer in der Champions League aller Zeiten. Hoffenheim ist der 13. deutsche Club in der Champions League-Geschichte. Das ist Rekord, zusammen mit Spanien. Champions League, die Tabelle der Gruppe für Team 1: Manchester City 2, Shakhtar Donetsk 3, Olympique Lyon 4, TSG Hoffenheim. Werbung.